Oh Mann, ey, was für ein entspannter Tag hier in Brookhaven. Heute kann wirklich nichts schiefgehen bei diesem schönen Wetter. Und sag mal, warum wird es hier so heiß im Pool? Die Poolheizung ist doch eigentlich aus, sag mal. Oh, mir wird ja immer heißer. Was passiert hier? Oh, mein Haus steht in Flammen. Was ist denn da los? Oh nein, ich habe vergessen, den Ofen auszumachen. Nein, meine Pizza ist verbrannt. Und nicht nur meine Pizza, mein ganzes Haus ist verbrannt. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hört mich denn niemand? Jemand muss mich retten! Was? Die Feuerwehr ist schon da? Oh Gott! Oh, ihr müsst mich retten. Ich werde sonst sterben hier in meinem Haus. Das brennt hier alles. Wie soll ich denn bitte hier runterkommen? Und der Fahrstuhl, der funktioniert auch nicht mehr. Der ist außer Betrieb. Mir wird immer heißer. Bitte hilf mir. Keine Sorge, ich bin schon zur Stelle. Die Feuerwehrfrau Lilly. Haha, ich werde dich retten, kleiner Junge. Oh Mann, das ist ja schön, dass du mich retten willst. Aber wie soll ich denn bitte hier runterkommen? Oder kannst du nicht die Leiter da hochfahren? Bitte komm schon, mir wird langsam echt warm. Keine Angst, ich bin ein Profi. Spring einfach runter und ich werde dich auffangen in meinen Armen, ganz genau. Ich bin sehr trainiert in sowas und auch ein richtiger Profi. Moment mal, was? Ich soll runterspringen? Aus dieser Höhe? Du willst mich also auffangen? Das wird sowas von schief gehen, Lilly. Oh Mann, na gut. Ich habe keine Zeit mehr. Dann fang mich einfach mal auf. Ich werde jetzt springen. Oh, das hat ja wirklich geklappt. Das war eine richtig sanfte Landung. Oh, da bin ich auf dich gefallen. Tut mir leid, Lilly, aber danke schön, dass du mich aufgefangen hast. Oh Mann, ey, du kannst doch nicht einfach auf meinen Kopf springen. Du solltest in meine Arme springen. Naja, wenigstens geht es dir gut. Aber jetzt müssen wir das Feuer löschen. Oh ja, du hast recht. Du musst hier erstmal das Feuer löschen. Mein Haus, mein armes Haus, das war so teuer. Das mache ich sofort, aber sag mal, von weitem sahst du ja ganz anders aus. Wenn ich dich vom Nahen betrachte, dann siehst du ja schon ganz süß aus. Sag mal, kriege ich vielleicht deine Nummer? Hey, sag mal, ist das hier eine Dating-Show? Mein Haus brennt und du willst ausgerechnet jetzt in so einem Moment meine Handynummer? Sag mal, du musst doch mein Haus endlich von dem Feuer befreien. Oh Mann, ist ja gut. Ich dachte, du wärst ein bisschen lockerer drauf. Na gut, dann gehe ich mal das Feuer löschen. Oh Mann, die hat mich gerade wirklich nach meiner Nummer gefragt, obwohl mein ganzes Haus brennt. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, ich vertraue einfach mal auf die Feuerwehrfrau, auch wenn die ein bisschen wie ein Anfänger rüberkam. Also ich meine, ist sie wirklich ein Profi? Hey, schaffst du das alles? Alles. Ob die jetzt wirklich ein Profi ist? Keine Ahnung. Hilfe! Ich bin in Gefahr! Mein Feuerlöscher ist aus! Das Feuer! Ich verbrenne! Oh Mann, ey, was bist du denn für eine? Ich dachte, du bist ein Profi! Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch gar kein Feuerwehrmann. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber ich werde dich retten. Das kann nicht sein, dass du jetzt noch in meinem Haus verbrennst. Oh Mann, das ist alles so heiß. Funktioniert der Fahrstuhl hier? Oh Mann, okay. Es hat funktioniert. Hey, komm schnell. Und nichts wie weg von hier. Oh Mann, ey. Ich dachte, du bist ein ausgebildeter Profi. Und jetzt musste ich dich retten. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Oh Mann, ey, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber du hast mich gerettet. Du bist mein Held. Du bist mein Lebensretter. Ja, das kann man jetzt so sagen, aber mein Haus brennt jetzt immer noch. Oh Mann, ey, ich dachte, die Feuerwehr ist hier, um das Feuer zu löschen und jetzt verbrennt mein Haus bis zu Schutt und Asche. Ja, das tut mir leid, aber die Kosten, die werden dir natürlich alle erstattet. Und jetzt, wo du zu Hause nicht schlafen kannst, brauchst du ja natürlich auch noch einen Übernachtungsplatz, stimmt es, Lami? Ja, das kommt auch noch dazu. Na gut, ich glaube, ich werde dann einfach mal im Hotel oder so schlafen. Nein, nicht im Hotel, das ist doch gar nicht nötig. Ich bin schuld daran, dass ich das Feuer nicht gelöscht habe. Und außerdem hast du mich noch gerettet. Deswegen darfst du heute Nacht bei mir übernachten.
Oh, darf ich das? Na gut, ich glaube, mein Geld ist jetzt auch alles verbrannt im Haus. Dann muss ich halt bei dir übernachten. So, da sind wir angekommen. Das ist mein Zuhause. Und du kannst dich hier natürlich auch wie zu Hause fühlen. Schau dich einfach mal hier unten um. In der Zeit muss ich meine Arbeitsklamotten oben umziehen. Und dann komme ich sofort wieder runter und mach dir was Warmes zu essen. Oh Mann, das ist ziemlich nett von dir, Lilly. So, die hat's hier ja wirklich sehr, sehr gemütlich. Und auch genug Betten sind hier. Das heißt, hier gibt es wirklich eine Schlafoption für mich. Oh Mann, ey. Aber na gut, mein Haus ist trotzdem verbrannt. Oh, Manu. Oh, aber hier unten ist, glaube ich, kein Badezimmer, oder? Ich glaube, dann gehe ich mal ganz kurz nach oben. So, denn ich muss unbedingt auf die Toilette. Oh, tut mir leid, Lilly. Ich bin schon wieder draußen. Hey, Lami, ist so halb so schlimm. Ich bin schon fertig umgezogen. Möchtest du auch ins Badezimmer? Oh, ja, tut mir leid für die Störung. Ich muss unbedingt auf die Toilette. Ja klar, und vielleicht möchtest du ja auch in die Dusche gehen, oder? Du kannst mir auch gerne deine Klamotten geben, die kann ich gerne für dich waschen. Ich meine, durch den ganzen Rauch und das Feuer sind die ja ganz dreckig geworden. Also los, Lami, zieh deine Klamotten aus. Oh was, du würdest sogar meine Klamotten waschen? Das stimmt, die stinken echt nach Rauch und Feuer. Ich glaube, ich sollte mich wirklich ausziehen, aber ich habe keine Wechselklamotten dabei, deswegen... Ich denke schon mal, dass es für diese Nacht passt. Also, passt schon, Lilly. Ach, Quatsch, Lami. So, die Klamotten nehme ich einfach mal ab von dir. Oh Mann, ey. Du kannst mir doch nicht einfach die Klamotten vom Körper reißen. Hey, jetzt fühle ich mich so nackig. Oh la la, Lami. Ich glaube, da muss ich gleich schon wieder meine Arbeitsklamotten anziehen und das nächste Feuer löschen gehen. Was? Das nächste Feuer löschen? Wo brennt es denn? Oh Mann, ey. Wie viele Feuer sind denn heute unterwegs? Ach, Quatsch, Lami. Ich meine dich. Denn ich muss wirklich sagen, dein Körper ist schon mega heiß. Du machst mich wirklich an. Du brennst ja wie Feuer, Lami. Oh Mann, vielen Dank für die Komplimente. Die nehme ich einfach mal so auf. Ich sollte mal lieber in die Dusche gehen. So, ein bisschen hier schrubben, ein bisschen da schrubben. Das war echt ein mega anstrengender Tag. So, und ich glaube, das sollte reichen. Oh, sag mal. Hey Lilly, was machst du denn da? Ich mach gar nichts. So, noch schnell speichern. Ja, Lami, was ist denn los mit dir? Sag mal, hast du mich gerade unter der Dusche fotografiert? Hast du etwa meinen Körper fotografiert, Lilly? Was? Ich? Nein, sowas würde ich doch niemals machen. Versprochen, kleiner Fingerschwur. Aha, dann kannst du mir doch bestimmt deine letzten Bilder auf deinem Handy zeigen, oder? Nein, mein Handy hat leider kein Akku mehr. Tut mir leid. Oh, Lilly, lüg mich nicht an. Du hast mich wirklich unter der Dusche fotografiert. Das ist echt mega seltsam. Hey, lösch bitte die Fotos und die Videos von mir. Oh nein, die gehören jetzt mir. Denn dein Körper sieht schon mega heiß aus. Das kann ich jetzt nicht einfach so löschen, Lami. Oh Mann, Lilly, ich dachte, du wärst echt cool, aber... Du bist ja mega seltsam. Ich verschwinde hier, oh mein Gott, aus diesem Irrenhaus. Oh, au. Oh Mann, die Türen sind verschlossen. Hey Lilly, was soll das hier werden? Oh Lami, ich kann dich doch nicht einfach so gehen lassen. Du bist nämlich mein Retter, mein Lebensretter. Und deswegen werde ich hier immer mit dir zusammenbleiben. Du wirst mein neuer Freund. Was? Du bist ja mega durchgeknallt. Oh Gott, oh Gott. Oh, was ist das denn hier? Lass mich gehen, Lilly. Auf damit. Oh Mann, ey. Tut mir leid, Lilly, aber du bist echt mega durchgeknallt. Ich muss hier aus diesem Irrenhaus raus. So, komm schon. Vielleicht kann ich diese Tür hier aufmachen. Oh Gott. Und ich bin raus hier. Oh Gott, ich muss hier ganz schnell weg.
Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nicht mehr verpasst. Und Leute, links und rechts seht ihr noch die letzten zwei Videos. Die sind auch mega, mega cool geworden. Also checkt sie ab. Genauso wie Emilys Kanal, den müsst ihr auch unbedingt abchecken. Da gibt es auch coole Brookhaven-Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!